Leute, ich sage es ungerne, aber das Projekt nimmt gerade eine ganz andere Wendung, so wie ich es eigentlich haben wollte, womit ich mich gar nicht zufrieden bin. Hallo Leute, ich will heute mit euch zusammen was bauen und zwar ist das für einen Garten. Im Moment wird es ja ein bisschen früher dunkel, deswegen wollen wir dagegen was schaffen, damit es halt eben im Garten ein bisschen ansehnlicher ist, wenn es halt eben so früh dunkel wird. Davor müssen wir allerdings erstmal die Spänetonnen leeren, denn gleich müssen wir erstmal ein bisschen was zurechthobeln. Eigentlich wollte ich für das heutige Projekt ja sibirische Lärche benutzen. Das ist ein Holz, das ist sehr, sehr gut für den Außenbereich geeignet. Aber da habe ich mir gedacht, komm, wir machen es doch aus ein bisschen dunklerem Holz, weil das bestimmt ein bisschen edler aussieht. Das bedeutet, hier die Bohle kommt doch erstmal von der Pendelsäge runter und dann schnappen wir uns die richtige Bohle. Weil ich kann es auch eigentlich direkt überheben, ne? So, wir markieren uns einmal die Länge, die wir brauchen. Normalerweise schneide ich solche Stücke hier immer ganz gerne auf meiner Pendelsäge runter. Weil diese Bohle hier allerdings ungefähr so 6 cm zu tief ist, beziehungsweise zu breit, werden wir das dieses Mal mit der Motorsäge grob ablängen. Die Absauganlage startet gerade. Wir werden uns ganz fix ein Kantholz da rausschneiden. Wunderbar, wir haben ein einfaches Kantholz geschaffen, was jetzt auch noch schön ausgeschliffen ist. Was brauchen wir als nächstes? Also ihr seht, dieses Teil hier, das ist eine LED. Nicht wundern, hier diese LED ist auch tatsächlich biegsam, ist für uns jetzt in dem Fall nicht ganz so relevant. Was für uns relevant ist, ist, dass er halt eben für den Außenbereich geeignet ist und das trifft in diesem Fall hier halt eben zu. Denn leider, leider ist es in dem Fall nicht so, dass wir mit einem Fräsgang unsere, ja, Aussparung fräsen können. Ich will ja das Ganze so bauen, dass man das trotzdem wechseln kann, falls hier dieses Teil mal kaputt ist. Deswegen sollten wir es nicht einkleben. Ich will das wie gesagt so einbauen, dass wir die LED auch im Prinzip wechseln können, falls sie vielleicht mal 10 Jahren kaputt geht. Deswegen müssen wir jetzt die Fräsung mit einem 8 mm Fräser vornehmen und müssen die halt eben einmal nachstellen. Da bin ich mal gespannt, ob der Fräser das in einem Durchgang packt. Wäre natürlich schön, würde für uns weniger Arbeit bedeuten. So, das passt schon mal. Jetzt stellen wir einmal fix die Höhe ein. Da habe ich das Messwerkzeug unten. Stellen wir einmal unsere knapp 12 mm ein. Wir machen es jetzt doch 10 mm tief, denn wir werden einfach eine Phase innen anfräsen, damit dieser Lichtkegel schön in beide Richtungen abgestrahlt werden kann. Unsere Nut ist gefräst, aber wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wird natürlich direkt klar, dass wir hier noch eine Aussparung fräsen müssen, damit hier dieses Kunststoffteil hier natürlich auch reinpasst. Das markieren wir uns einmal und können dann hier was fräsen. Und da machen wir eine Kleinigkeit, damit wir hier ein paar weniger Probleme haben, dass wir hier unser Bild falsch fräsen. Das zeige ich euch einmal. Und zwar hat das was mit unserem Anschlag zu tun. Normalerweise würde ich mal sagen, stellen die meisten ihren Anschlag auf die Seite, auf der sie stehen und fräsen dann in diese Richtung oder halt eben zu einem ziehen, damit man halt einen Gegenlauf fräst. Da ist es natürlich blöd, wenn wir da ein bisschen verkippeln, dann fräsen wir in das Material. In dem Fall habe ich also einfach den Anschlag auf die andere Seite gespannt. Das heißt, wenn ich jetzt verkippel, das heißt, ich kann nur zur Mitte kippeln, fräse ich nicht zu tief ins Material, weil ja sowieso in der Mitte einmal diese Nut gefräst ist. Das ist so eine Kleinigkeit, da können wir es einfach ein bisschen genauer fräsen. Hier ist es natürlich nur immer wichtig, wirklich auf den Gegenlauf zu achten, dass wir halt eben nicht die Fräse aus den Fingern gerissen bekommen. Jetzt packen wir mal unseren Streifen hier rein. Und dann prüfen wir mal, ob wir genau gefräst haben. Ja, ich sehe hier zum Beispiel gerade, da muss tatsächlich, müssen wir da echt noch ein bisschen tiefer fräsen. Fehler erkannt, Fehler gebannt. Alter, müssen wir echt noch tiefer fräsen. Wir müssen uns jetzt natürlich noch ein paar Gedanken um die Kanten machen, denn so können wir das nicht lassen. Also außen würde ich mal sagen, es ist klar, dass wir das noch anfasen, einfach, dass das nicht scharfkantig ist. Hier in der Mitte hat es aber tatsächlich auch eine technische oder einen technischen Hintergrund. Hier sehen wir den Unterschied nämlich schon ganz gut. Wenn wir hier unsere LED-Leiste tief einpressen,
die ich übrigens noch ein bisschen tiefer eingelassen habe, damit die Konstruktion später auch aufgeht, dann sieht das wahrscheinlich mit dem Licht nicht so schick aus, weil das Licht wirklich nur senkrecht nach vorne raus kann. Dieser LED-Streifen, der wird ganz bündig sein mit der Oberkante, damit das Ganze halt eben aufgeht. Hier habe ich schon mal eine Phase angedeutet, die ist mir aber noch nicht tief genug, denn ich möchte erzielen, dass hier die Rundung, dass die im Prinzip freibleibend ist, dass hier durch eine 45-Grad-Phase das Licht seitlich auch rausgeworfen werden kann, damit wir halt eben einfach eine schönere Optik später im Garten dann haben werden. Das ist der Grund, weswegen wir hier in der Mitte einfach noch eine Phase machen, so wie hier diese, aber noch ein bisschen tiefer. Wir haben das ganze Teil jetzt hier zusammen einmal gefräst und ich bin noch einmal kurz mit ein bisschen 180er Schleifpapier über dieses Teil drüber gegangen. Als nächstes kommt ein Punkt, der ist sehr, sehr wichtig. Und zwar ist das das passende Öl für den Außenbereich. Generell ist da eine Sache, die habe ich auch erst einmal schmerzlich lernen müssen. Und zwar ist es ein Öl für den Außenbereich. Da muss man darauf achten, dass da Pigmente drin sind. Das bedeutet, dass es irgendwie eingefärbt ist, dass das irgendwie einen Farbton hat. Es gibt zwar natürlich auch farblose Öle, bei denen, die ich kenne, ist es allerdings so, dass da der UV-Schutz nicht so wirklich gegeben ist und dann hält so ein Projekt halt eben nicht so lange. Natürlich ist es ein bisschen schade, wir wollen so die reine Holzfarbe ein bisschen hervorheben und nicht das Ganze verfälschen. Allerdings gibt es da Öle, wo man ein schönes Zwischending halt eben mit erzielen kann. Da habe ich ein Öl jetzt hier vorbereitet, da gehen wir einmal fix drüber, damit das Projekt hier halt auch natürlich lang halt hält. Sorry, ich habe heute einen leichten Sprachfehler. Naja, kann mal vorkommen. Als erstes einmal die Stirnseiten, weil die natürlich ein bisschen mehr Öl vertragen. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Öl haben wir ja gestern noch draufgepackt. Jetzt holen wir uns mal noch einen Schwamm, denn da soll noch eine zweite Schicht Öl draufkommen, damit das halt auch eben hoffentlich ganz, ganz lange hält. Übrigens, ich habe ja im letzten Video hier meine Küche gebaut. Ich zeige es euch noch einmal fix. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und wir müssen auch, glaube ich, hier, ne, hier nicht, sondern hier, genau, das sind Putzschwämmchen, die benutze ich immer ganz gerne, fürs Öl aufzutragen. Kann man sagen, wie man will, dass ich jetzt Billigheimer bin oder nicht, aber ich schneide den Schwamm immer in drei Teile, damit ich dreimal mit einem Schwamm Öl auftragen kann, weil es dann drei Stücke sind. Wenn wir jetzt eh schon hier den Walk of Fame durch die Werkstatt machen, schnappen wir uns gerade noch ein paar Handschuhe. Ich schleife die Oberfläche einmal mit ein bisschen Schleifvlies an. Tatsächlich fühlt sich die Oberfläche jetzt auch noch nicht so richtig fertig an. Also bevor wir das hier rausstellen, lassen wir das auf jeden Fall mal aufgrund der etwas kälteren Temperaturen, gerade jetzt so im Herbst, lassen wir das schon mal so drei, vier Tage wirklich aushärten, dass das Ganze auch ja richtig fertig ist, die Oberfläche. Denn so wie es jetzt ist, würde ich sagen, ist es okay, dass wir noch eine Schicht Öl draufpacken. Hoppla. Aber so würde ich es noch nicht rausstellen, weil wie gesagt, die Oberfläche, die fühlt sich noch nicht so fertig an. Also man kann sie anpacken, die ist aber noch so ein bisschen speckig. Ich benutze jetzt hier ein Öl, da will ich noch mal kurz darauf hinweisen. Lest immer, was auf eurer Ölpackung draufsteht, weil bei diesem Öl, das ist ja ein Öl für den Außenbereich, ist es jetzt so, die Lappen sind selbstentzündlich. Das müssen wir unbedingt beachten, dass wir die halt eben nicht in den normalen Müll werfen und dann halt eben das große Erwachen haben. Bedeutet, direkt raus in den Eimer, wo das einfach vor der Werkstatt steht. So handhabe ich das. Das Ganze braucht jetzt natürlich noch mal ein bisschen Zeit, um zu trocknen. Wir können uns aber als Gedanken um den nächsten Schritt machen. Ich habe ja gesagt, dass das Ganze demontierbar sein soll. Bedeutet, hier diese Leiste muss man austauschen können. Und aus dem Grund werden wir jetzt hier zwei tolle Metallblenden herstellen. Die werden wir auch entsprechend lackieren, damit sie für den Außenbereich geeignet sind. Und da werden wir einfach ein bisschen Flachstahl benutzen. Und da messen wir uns einmal die Breite auf die Phase, um das halt eben jetzt einmal herzustellen. Da sind wir hier bei 11,5 Zentimeter. Gehen wir einmal in die Metallecken. Ich muss ja sagen, hier diese Kaltkreissäge, das ist eine der ja, grundsolidesten Maschinen, die hier in der Werkstatt stehen. Die funktioniert einfach. Aber die fällt auch so in die Riege, ja, alt und unzerstörbar, also nach dem Motto. Peng, so schnell geht's. Es
können wir mal so langsam alles montieren und da bin ich maximal gespannt, wie das fertige Ergebnis aussieht. Als erstes kommt mal unser Leuchtstreifen hier rein. Den müssen wir jetzt noch leicht einklopfen, damit er auch ganz unten drin sitzt. Dann können jetzt mal als nächstes unsere Sichtplatten hier drauf. Leute, ich sag's ungerne, aber das Projekt nimmt gerade eine ganz andere Wendung, so wie ich es eigentlich haben wollte, womit ich mich gar nicht zufrieden bin. Ja, jetzt werden sich bestimmt einige fragen, Philipp, was ist denn los? Die Lampe ist fertig, die soll auch funktionieren, aber was ist denn jetzt schief gelaufen? Das Ding ist doch fertig. Ich stöpsel mal den Strom rein. Alexa, Tischlerei aus. Okay. Wir haben eine schöne Gartenbeleuchtung. Denkste. Ist nämlich nicht schön. Sieht scheiße aus. Wissen wir, wie das nämlich aussieht? Das sieht aus, wie als wenn man so einen wunderschönen Porsche, was gibt's, einen 911? Keine Ahnung, sagen wir es andersrum. Das sieht aus, als wenn jemand einen wunderschönen T4 VW-Bus gekauft hat und malt vorne irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Edding, so irgendeine Schattierung oder so auf die Motorhaube. Genauso sieht das aus. So sehen nämlich diese Bleche hier vorne aus. Das sieht total kacke aus. Also ich würde mir das nicht in eine Gartenstelle. Das sieht echt scheiße aus. Vor allem dann nur mit der Schraube. Gut, dann gibt es vielleicht schon schwarze Schrauben. Edelstahlschrauben sind es jetzt auch nicht, ist aber Retest. Aber es sieht immer scheiße aus. Also, Mann, Alter, das sieht so deluxe aus mit dem Holz, geil geölt, sogar zweimal geölt. Aber es sieht einfach kacke aus. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Es geht nämlich darum, jetzt mal angenommen, das wäre Edelstahlblech oder schwarz gepulvert, wo die Ecke auf zweier Radius gefräst sind und wirklich edel. Das sieht immer noch kacke aus. Das, irgendwie, ich weiß nicht, das passt einfach nicht. Das sieht einfach so aus. So richtig geiles Holz. Und da muss unbedingt ein brauner Lack drauf, so nach dem Motto, obwohl es jetzt darum jetzt nicht geht, aber das ist das Blech. Ich denke, ihr wisst dann, was ich meine. Als Beispiel bei dem Praktikum, wo ich damals war, da hat jemand geilste sibirische Lärche bekommen und der Schreiner hat gesagt, boah, ich weiß nicht, was der sich vorgestellt hat, der hat die braun streichen müssen. Geilste sibirische Lärche hat er dann braun gestrichen. Das hat absolut für einen Arsch ausgesehen. Und genau das ist das hier. Hier unten um das Kreuz, darum geht es nicht einmal. Das Kreuz hier ist egal, weil geplant ist, dass das dann halt eben in den Boden kommt. Und dass man da halt eben groben Schotter oder Kies, besser gesagt, irgendwie 16:30 so in dem Dreh, dann hier bis hierhin hinlegt, damit halt eben, ja, das Ganze so verschwindet und es halt eben stabil ist, damit es nicht bei der ersten Windböe rumfällt. Das heißt, das Kreuz hier unten ist nicht wild, aber auch hier unten das Blech, das sieht absolut scheiße aus. Macht das so nicht. Keine gute Idee. Designtechnisch absoluter Schrott. Komm, ich hole euch mal so ein bisschen näher ran, damit ihr wisst, was ich meine. Man guckt sich so das Holz an. Oh, sieht das so cool aus. Jetzt stellt euch vor, ihr könnt noch die Faser anfassen. In der Mitte so ein bisschen Licht. Richtig geil. Und dann kommt das hier. Das passt gar nicht. Das sieht aus wie, ich habe schon angesprochen, sieht aus wie Arsch auf Eimer. Hier ein kleiner Vorschlag, was ich beim nächsten Mal anders machen würde, damit ihr vielleicht auch ein bisschen Inspiration bekommt, wie es ihr anders machen könnt. Ich zeig's euch mal. Das hier ab. Und das hier ab. Das hätte viel geiler ausgesehen, wenn hier dieser Abschnitt passgenau hier drin gewesen wäre, in so einer Fräsung. Das hätte geil ausgesehen. Aber das ist jetzt eh vorbei, weil wir jetzt hier die Schraubenlöcher haben und hier sowieso viel zu großer Spalt ist. Aber das hier würde ich stattdessen machen, anstatt dieser Metallplatte. Stell dir vor, die Lampe würde schön aussehen, dann kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dir das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video sage ich ciao.